Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Z-52, dem deutschen Zerstörer auf Tier 10, im Herrschaftsmodus gefahren. Die Z-52, ich sag jetzt nur noch Z, hier ist sie. Ich habe sie jetzt vor kurzem in den Hafen gestellt. Hat lange gedauert, aber naja, jetzt ist sie da. So, wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte wie immer auf die Pause-Taste klicken. Kapitän 19er drauf, klar, ist ja auch schon Tier 10. Also muss man da auch ein bisschen was draufpacken. Ja, und jetzt werden wir sehen. Montana, Republik, Großer Kurfürst, Yamato, Des Moines, Tsau, Stalingrad, Smolensk, Z-52 und Shimakaze. Okay, also positiv, kein Flugzeugträger. Negativ, vielleicht natürlich jetzt hier auch so ein bisschen Radar unterwegs, klar. Und dann diese Doppel-Smolensk. Na, mal sehen. Gut, wir sind jetzt aufgestellt hier an C. Klar, unsere Aufgabe als DD, cappen. Und im Herrschaftsmodus ist es das A und O. Strategisch kann man das von dieser Seite aus eigentlich, ich sag mal, in zwei verschiedenen Bereichen angehen, denke ich mal. Da ist, wenn man jetzt reinfährt, auf der rechten Seite diese Insel, die wir jetzt auch schon sehen, da kann man sich hinterstellen und so ein bisschen gegen das Radar dann geschützt sein. Man kann aber auch auf die linke Seite fahren und das werde ich jetzt tun. Ich werde auf die linke Seite fahren, um von da aus hinter diese Insel, die vor der großen Insel da hinten ist, schießen zu können. Weil dort, wo also RPF gerade hin zeigt, denn das ist meistens die strategische Position, wo von der Gegenseite aus der Zerstörer sich dann hinstellt. Und wenn ich den irgendwie aufmachen kann, oder ein anderer, wir haben ja hier auch eine Stalingrad beispielsweise, dann kann ich den von dieser Position hier rechts hinter der Insel nicht beschießen, aber von hier links vielleicht. So, und bin selber dabei aber auch geschützt, weil ich muss natürlich auch damit rechnen, dass die anderen zurückschießen. Tja, Z-52. Die Stärke der Z-52, glaube ich, liegt im Hydro. Also das ist etwas, das man hier nicht unterschätzen darf. Deswegen hoffe ich, dass ich gegen die Shima hier komme und nicht gegen die andere Z-52. Na, wir werden es sehen. Torp sind soweit. 10,5 Kilometer. Ah, da fährt auch schon einer jetzt in C rein. Ich setze die hier einfach mal geradeaus raus. Weiß auch noch nicht, was da alles aufgeht. Mal gucken. Und wenn der Kurfürst da reinfahren will, soll er das auch tun. Ah, Smolensk. Ja, den muss ich gar nicht haben. So, und das ist jetzt genau die Position. Von hier aus braucht Unterstützung. Okay. Also von hier aus komme ich eben da an diese Insel ran. So, da kommt jetzt das Radar von der Stalingrad. Und, ja, och, es ist die Z. Na gut. Also, dann versuchen wir doch mal von hier aus auf die Z. Na. Jo, da haben wir ihn getroffen und einen Ausfall. Und dann bewegen sich meistens die Gegner auch. Der ist jetzt außerhalb der Hydro-Reichweite. Und das ist gut so, denn ich habe immer den Eindruck, dass viele Spieler in dem Moment, wo sie jetzt hier Beschuss bekommen, in völliger Panik schon das Hydro starten. Oder eben schon im Vorwege, bevor sie ins Cap reinfahren, Hydro starten. Jetzt hoffe ich mal, dass der das auch gemacht hat, weil irgendwann läuft sein Hydro ja aus. Da ist er wieder. So, versuche ich das mal. Ja, nun sieht er mich. Okay, fahre ich ein Stückchen weiter vor. Dann bin ich wieder in der Verborgenheit. Also sollte der sein Hydro gestartet haben, als er reingefahren ist, und sollte der vielleicht auch nicht unbedingt jetzt sich für Kohle eine 20-prozentige Verlängerung des Hydros geholt haben, dann hat er möglicherweise jetzt da im Nebel ein Problem. Und deswegen fahre ich nämlich jetzt mal ran. Also, was meine ich mit Problem? Das ist so, Nebel ist eine tolle Geschichte, aber Nebel kann einem auch das Leben kosten. Denn wenn ich jetzt ranfahre, wird er mich nicht sehen. Wenn sein Hydro läuft, okay, dann machen wir uns gegenseitig auf. Ich schicke da erstmal ein paar Torps hin. Aber wenn sein Hydro nicht mehr läuft, weil es vielleicht schon eben abgelaufen ist, und es sind ja mittlerweile, ja, da ist er wieder, dann hat er jetzt das Problem, dass ich ihn aufmache mit meinem Hydro und er mich nicht aufmacht. So, jetzt versuche ich hier vorne hinter diese Insel zu kommen. Ja, jetzt bin ich auch nicht mehr zu sehen. Und er ist im Hydro-Bereich. Ach, die Yami hat wahrscheinlich schon geschossen. Naja, ein bisschen eindrehen. Jo, das ist nicht weiter schlimm. So. Ja, und nun geht es natürlich hier weiter auf die Z.
Und ich fahre ein Stückchen weiter noch nach vorne. Hinter dieser Insel bin ich sicher. Ja, dann schießt er, okay. Ich schieße natürlich auch, so, und jetzt brenne ich. Ja, ich werde ihm auf jeden Fall nochmal ein... Mit den hinteren Türmen komme ich nochmal raus. Vorne ging auch noch ein bisschen was hinterher. Jo, und da ist es, das First Blood. Und da konnten wir mit dem Hydro doch schon mal ein bisschen was machen. So, jetzt ist hier vorne den Smolensk. Ui, ha. Den, wie gesagt, muss ich gar nicht haben. Also werde ich mich mal so hinstellen, dass er mich auf gar keinen Fall beschießen kann. Aber jetzt ist ja auch, glaube ich, keiner mehr, der mich noch aufmachen kann. Ich habe die beste Verborgenheit. Und mein Hydro macht jetzt erstmal hier alle Torps auf, dass meine Verbündeten, die langsam durchdrücken können, da auch ungefährdet dann sind. Ja, da kommen schon die nächsten. Wir haben einen Kreuzer verloren, die anderen haben jetzt ihre Z verloren. B haben wir schon, die haben A und jetzt haben wir C. Ja, dann sind wir also schon mal ganz gut in Front. Dann fahre ich doch mal raus hier zum Spotten. Mal gucken, was da noch so guckt. Oh, eine Zau. Okay. Das ist jetzt... Naja, meine Torps sind jetzt wieder so weit. So, Zau. Der fährt aber erstaunlich breitseitig. Also mit anderen Worten, der will einfach nur seine Torps hier reinschauen. Ich werde da einfach mal ins Geradewohl einfach irgendwo ein paar Torps hinschmeißen. Ja, nun sieht er mich auch. Okay, also ich muss abdrehen. Der hat tatsächlich hier komplett eingedreht, um seine Torps abwerfen zu können. Wow. Deswegen hat er auch nicht auf mich hier schießen können, weil er einfach mit den Torps beschäftigt war. Da kommen sie. Ich mache sie jetzt auf mit dem Hydro. Und ich werde mal für meine Verbündeten jetzt hier gleich einen Nebel ziehen. Die Torps sehen sie ja rechtzeitig. Da können sie sich darauf einrichten. Und ich denke mal, dass die ein Problem mit der Smolensk und Zau haben. So ein Doppelfeuerzeuge. Das macht keinen Spaß. Und wer jetzt hier hinter mir ein Problem hat... Der kann in den Nebel reinfahren. Jo, die Zau hat sich da mal eben verabschiedet. Ja, macht keinen Sinn. Nur um torpen zu können, hat er eben das halbe Leben verloren. So, da die... Demoin, das ist jetzt nichts, was mich... nee, das muss ich nicht haben. Und der haut unsere Smolensk da einfach mal weg. Klar, wahrscheinlich Smolensk im Nebel. Demoin fährt ran, zieht Radar und schießt die Smolensk raus, bevor der sich überhaupt vernünftig bewegen kann. So, deswegen habe ich den gleich mal zum Ziel angesagt. Also, der muss weg. Aber meine Torps sind auch schon wieder so weit. Und jetzt kann ich da vielleicht ein bisschen näher ranfahren. Ah, Radar läuft noch. Okay, müsste aber demnächst ja auslaufen. Also, wenn das alles so gelaufen ist, wie ich mir vorgestellt habe. Jo, da ist das Radar auch aus. Okay. Ja, dann war das wahrscheinlich so. Smolensk im Nebel. Demoin fährt ran. Und haut sie weg. So, jetzt bin ich hier auf 8,5 Kilometer dran. Weiter muss ich eigentlich auch gar nicht ran, weil 2 Kilometer habe ich jetzt Reserve. Die haue ich da einfach mal hin. So, und da wird die Dämonen eben ein bisschen gespottet. Wobei auch unser großer Kurfürst da sehr mutig rangeht. Der spottet die Dämonen ja jetzt auch, aber vor allen Dingen hat der einen großen Kurfürst in der Seite. So, und unser Stalingrad hier, ja... Der hat tatsächlich wohl ein Problem gehabt. Wer weiß, ob der überhaupt noch im Spiel wäre, wenn er den Nebel nicht gehabt hätte. Keine Ahnung. Ja, und unser großer Kurfürst, das habe ich mir schon fast gedacht. Und gleichzeitig geht auch eine Demoin noch mit raus. Jetzt haben wir 4 Schiffe verloren. Die anderen erst 2. Ja, die Torps kommen gut. Oh, brauchen aber nicht mehr kommen. Der Thunderer räumt die Demoin ab. So, was haben wir denn jetzt hier? Stalingrad, na? Jo, hat es tatsächlich auch immer noch überlebt. So, da ist jetzt ein großer Kurfürst. Da fahre ich doch noch ein bisschen näher ran. Tja, und nun verlieren wir unsere Stalingrad. Das war eigentlich klar. An dem war nichts mehr dran. Jetzt haben wir 5 verloren. Die anderen 3. Jetzt sind wir auch hinten. Aber wir haben 2 Caps und die müssen wir halten. Also versuche ich natürlich jetzt hier so ein bisschen B mit zu verteidigen. Ah, der wird ein bisschen schneller, oder? Die habe ich mal in den... weißen Bereich und die anderen ein Stückchen weiter nach vorne, dass wenn er jetzt nochmal ein bisschen schneller... Oh, Anti-Air abschalten. Nicht aufgehen, weil ich das Flugzeug vom großen Kurfürster bespaßen will. So, jetzt kommen von vorne hier auch schon Torps auf ihn. Die kommen von der Yoshino, denke ich mal. Und bremst er möglicherweise jetzt... Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Hydro an, vielleicht hat er kein Hydro an. Ja, aber er richtet sich auf die Torps von der Yoshino ein und deswegen hat er wahrscheinlich abgebremst. Ah, ärgerlich. Aber egal, einen Treffer haben wir.
Und was wichtig ist, mit Wassereinbruch. Das heißt, jetzt werde ich hier mal Nebel ziehen und werde den ein bisschen mit HE eindecken. Einfach, um da nochmal einen Brand jetzt hinzukriegen. Und meine Torps sind ja auch schon bald wieder soweit. Da kann ich im Zweifelsfalle... Ja, da ist der Brand. Kann ich im Zweifelsfalle gleich nochmal hier von der Seite torpen. Das ist mir eigentlich auch viel, viel lieber. So, was wird der jetzt wohl tun? Kann man schon drüber nachdenken. Also ich denke mal, der wird jetzt richtig Gas geben. Der wird auf die Montana zufahren. Der wird die Monty rammen wollen. Was anderes macht für ihn eigentlich keinen Sinn. So, Basis verteidigt. Weil die Montana ist noch fast Full HP und er eben ja, nur noch ein Drittel da. Also das ist für ihn ein Gewinn, wenn er die Monty raushaut. Im Ram. Und deswegen habe ich jetzt die Torps einfach ein Stückchen weiter nach vorne gesetzt. Ich denke mal, sein Hydro wird jetzt auch aus sein. Schießen brauche ich nicht mehr, die Torps kommen. Tja, jetzt sieht er sie wohl. Aber ich denke, der müsste... Jo, der trifft. Und damit ist der große Kurfürst weg. Tja, wir haben aber inzwischen auch schon 6 verloren. Gut, dass wir den Kurfürsten jetzt rausgenommen haben. Wir sind immer noch leicht in Front. Durch die beiden Caps. Und jetzt jagt die Yamato unseren großen Kurfürst. Oh, 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 oh. Und das ist auch ein ungleicher Kampf. 45.000 gegen 75.000. Also gut, man sieht, große Kurfürst arbeitet ordentlich mit der SEC, aber die Yamato auch. Und wenn der große Kurfürst jetzt von vorne immer auf die Yamato drauf schießen muss, auf den Bug bringt das nicht viel. Aber Yamato brennt, das ist schon mal was. So, jetzt fahre ich da mal ran. Ich werde dem großen Kurfürst gleich mal schreiben, dass er einfach weiter geradeaus fahren soll, damit ich torpen kann. So, jetzt mal abwarten. Yamato beschleunigt noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt sollten die Torps eigentlich auch kommen. Und jetzt, ja, fahre ich natürlich aber trotzdem auch noch mal ein bisschen mit hierher. Weiter in diese Richtung, um im Zweifelsfall den großen Kurfürst noch unterstützen zu können. Für den Fall, dass das kein vernichtender Schlag wird. Er lenkt da auch so ein bisschen irgendwie hin und her. Also nochmal gucken. So, jetzt habe ich ihm eben geschrieben, dass er laufen soll. Jo, und er hat das schon verstanden. Alles gut. So, da kommen die Torps. Und, wow, die laufen hinter der Yamato durch. Wie geht das denn? Wie ist das denn möglich? Naja, gut. Okay. Also, ja. So, hier ist gleich Kartenende. Ich fahre auf die Insel zu. Also mit anderen Worten, ich muss jetzt hier gleich nochmal mal Nebel ziehen, aber erstmal haue ich nochmal schnell die Torps raus. Das ist für mich jetzt hier nicht zu verstehen, wieso die Torps daneben gingen. So, der wird mich jetzt gleich sehen, das ist mir egal. Die Yamato muss ja irgendetwas tun. Und jetzt heißt es hier wieder Nebeln, seine SEC arbeitet auch. Und mal sehen, ob ich ihn anstecken kann. Wow, 496, 496, ne, das bringt ja gar nichts mit HE. Da werde ich auf 284, da werde ich jetzt AP breitseitig. Jo, Torpedotreffer haben wir auch. So, und jetzt gibt es hier mit AP und das bringt natürlich sofort ein bisschen mehr. 2,5 pro Salve. Jo, dann, das tut ihm natürlich jetzt weh. So, da können wir vielleicht sogar unseren Kurfürst noch retten. Jetzt hat er nämlich schon einen richtigen Vorteil. Keep shooting, dude. Ja, ich schieß. Keine Angst. Den kriegen wir. 2,5. Ah, wir sind nur noch zu 5. So, und jetzt sind die anderen zu 6. Große Kurfürst hat jetzt ihr Yamato dann doch rausgeschossen. Okay, schade eigentlich, hätte ich jetzt auch gern mitgenommen, aber gut. Ja, sehr gern geschehen. Also das zeigt, dass im Chat nicht nur gepöbelt werden kann, sondern dass es auch wirklich nette Unterhaltungen geben kann. So macht das auch richtig Spaß. So, tja, und damit das richtig Spaß macht, muss ich jetzt auch was tun.
die Captain B. Wir sind nur noch zu fünf, die sind zu sechst. Hm. Okay. Also die haben nur noch ein DD und das ist die Shima. Dann haben sie noch zwei Kreuzer und drei Schlachtschiffe. Also auf der Minimap ist die Stalingrad da nur als Geisterschiff zu sehen. Die Smolensk scheint B gekappt zu haben. Aber ich vermute mal zusammen mit der Shima. Tja, jetzt drücken die als Flotte von A nach B. Okay, so da ist die Smolensk. Ah, und mein RPF ist gerade umgeschlagen. Hat sich für... Also kurz bewegt und zeigt jetzt hier in Richtung Insel. Also ich denke einfach mal, dass es Sinn macht, die Shima abzufangen. Weil aus deren Sicht macht es natürlich jetzt Sinn, dass die Shima in C fährt und unsere Punkte blockiert. Alles andere macht erstmal keinen Sinn. Also die gewinnen, wenn sie jetzt auch noch C bekommen. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier komplett drehen. Ich werde nochmal sehen, ob ich die Smolensk nochmal spotten kann. Ja. Und werde aber in Richtung C fahren. So, ne, in die Richtung wird er nicht weiterfahren. Ich warte nochmal einen Moment mit den Torps. Ja. Na, was machst du? Drehst du komplett weg? Hm, ich hau da einfach mal die Torps irgendwo hin. Im Zweifelsfalle dreht er jetzt noch ein bisschen. Ist egal. So, und ja, man sieht's. C wird gekappt. Okay, das heißt also für mich, ich werde jetzt hier gleich mal Hydro starten. Nicht, dass die Shima dieselben Gedanken hat, Richtung Kurfürst zu torpen und ich da jetzt reinfahre. Und dann habe ich jetzt RPF und ich weiß in etwa, wo er steht. Und da fahre ich natürlich jetzt auch ran. Oh, jetzt haben wir die Yamato rausgenommen. Sehr gut, 5 gegen 5. Eben war es nämlich schon ganz knapp. Die haben uns punktetechnisch schon fast eingeholt. So, und da hinten ist jetzt diese Insel, hinter der man sich eben wunderbar hinstellen kann. So, jetzt bin ich entdeckt. Okay, aber da ist auch die Shima. Ja, das gute Hydro der Deutschen. Oh, jetzt gibt es hier von der Smolensk. Das heißt also, ich muss jetzt sehen, dass ich mich reindrehe. Ja, natürlich schießt die Shima auch zurück. So, Smoke. Damit bin ich unsichtbar, aber mein Hydro hält jetzt die Shima auf. Also hält sie offen, nicht auf. Und so, Shima, was hast du jetzt vor? Na? Ah, Shima will noch mal ein bisschen torpen. Ja, na klar. Ja, dann torp mal hier in den Nebel rein. Du weißt gar nicht, wo es herkommt. Natürlich siehst du jetzt, wo geschossen wird, liebe Shima. Aber, jo, und ich sehe die Torps natürlich auch. So, Motorschaden. Die Shima haben wir. Wunderbar. So, und jetzt können wir hier problemlos... Oh, da haben wir aber unseren Kurfürst auch verloren und die anderen haben die Monty verloren. Tja, und hier diesen Torps. Den können wir problemlos wegfahren. Jetzt haben sie auch ihre Stalingrad verloren und plötzlich ist es 4 gegen 2. So, na, mal gucken, ob ich nochmal auf die Republik hier schießen kann. Also schießen kann ich, aber ob ich aufgehe? Gehe nicht auf. Da ist die Smolensk. Okay, so, dann kann ich jetzt hier im großen Bogen nochmal Richtung Republik fahren. Weil auch da haben wir wieder so die Situation, was ist für den jetzt sinnvoll? Vermutlich ist für den einfach sinnvoll, jetzt hier nochmal Richtung Thunderer zu fahren, um dem ordentlich einen in die Seite zu hauen. Also wir sind jetzt bei über 900 Punkten, die anderen haben über 700, okay, aber das passt alles. So, jetzt, na... Lenkst du ein? Ja, lenkt ein. Sieht man auf der Minimap auch immer sehr, sehr gut an dieser Linie. Wohin fährt er? Vielleicht will er jetzt gegenüber der Yoshino anwinkeln. Ich weiß es nicht. Ist egal. Ich hau das jetzt einfach mal raus. Rein in den weißen Bereich. Und dann wird hier einfach mal ein bisschen gespottet und geguckt. Diesmal will ich aber auf gar keinen Fall aufgehen. Also ein bisschen Abstand halte ich zu ihm. Wollen wir mal schauen, was jetzt hier... passiert. So, und da ist die Smolensk. Und die Torps laufen. Okay. Ja, Thunderer schießt von vorne. So, jetzt müssten die ihn langsam mal erreicht haben.
Und yo, da ist er. Ja, und 3 Torptreffer und da haben wir die Republik. So, und jetzt können wir vielleicht einfach auch mal uns mit der Smolenske anlegen, auf AP umladen. Und vielleicht kriegen wir da nochmal die Krake hin. Ja, schade, dass es vorhin mit der Yamato nicht geklappt hat. Das wäre die Krake dann jetzt schon gewesen. Aber jetzt hier um die Ecke, na komm, der bremst jetzt ab. Ah, da haben wir die 1000. Na okay, also 118.261 Schaden bei 184 Zieltreffern, 6 Torpedotreffer, 6 Ausfälle erzeugt, 4 Schiffe zerstört, 2-mal einen Brand gelegt, 4 Wassereinbrüche haben wir verursacht, 6-mal die Basis verteidigt, 1 Eroberung unterstützt und 4 Schiffe aufgeklärt. Ja, also am erstaunlichsten war für mich jetzt hier, dass die Dorps da so dran vorbeigelaufen sind an der Yamato. Unfassbar. Aber ich finde, man hat sehr gut sehen können, wie man mit der Z sein Hydro nutzen kann. Das konnte man hier relativ gut. Und das bringt 2265 Basiserfahrung in der Teamwertung und Rang 1. Auch das ist natürlich sehr, sehr schön. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer in die Auswertung. Also Kurfürst versenkt, Republik versenkt, Shima versenkt und Z versenkt. Und der Yamato haben wir nochmal 31.000 abgenommen. Also beide DDs rausgenommen. Ist eigentlich auch Aufgabe, eine Z-52 DDs zu bekämpfen. Eben durchs Hydro wird man wirklich stark. 312.000 potenziellen Schaden. Wow. Und ansonsten 1922 hat das Ganze jetzt hier gedauert. 48.000 Schaden über die Torps. 54.000 Schaden über die Hauptbatterie. 12.000 Schaden noch über Brände. Also alles insgesamt, muss ich sagen, interessantes Match. Schönes Match, hat mir gefallen. Ich hoffe dir auch. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video noch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal live auf Twitch rein. Link findest du in der Videobeschreibung. Schreib gerne in die Kommentare, wie du die Z so findest oder erfährst. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.